Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und bevor wir richtig mit der Folge loslegen, gibt's erstmal ein fettes Dankeschön zu verteilen. Nämlich an Leventkuru. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich bin hier nicht mal alleine. Und warum gibt's das Dankeschön? Weil der liebe Leventkuru mir nämlich so hinter oder unter fast jedem Video einen Kommentar da lässt und vermutlich auch einen Daumen nach oben gibt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das ist Unterstützung, die ich durchaus zu würdigen weiß. Also keine Sorge, ich habe das alles bemerkt und ich sehe das und ich freue mich jedes Mal drüber. Danke, danke, danke schön. So, wir legen jetzt aber los. Ich habe gesehen, da ist noch jemand unterwegs. Da können wir ja mal ganz kurz gucken, ob wir das so hinkriegen. Vielleicht hat sie ja Interesse. Ist in einer Gruppe. Nur dann kann ich jetzt auch nicht helfen. Wir machen auf jeden Fall hier. Müssen uns heute offensichtlich den Spot ein bisschen teilen. Das ist aber kein Problem. Das kriegt man hin. Im Notfall mache ich nur Mandragoren. Geht das auch mal. Dann lasse ich ihr die Pilze oder wir tauschen halt immer mal. Das sollte kein Problem sein. Ich bin da recht zuversichtlich. Ist ja genug Platz für alle. Und vielleicht lädt sie mich dann später noch in Gruppe. Das wäre ja auch noch was. So. Lelelelele. So, wir nehmen erstmal alles hier. Haben 10 von 30 Mandragoren. Sind dazu geboren. Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Sache, dass man mal hier wieder jemanden trifft. Das ist ja nun nicht wirklich hier auf Tefa die Häufigkeit in Person. Und deswegen, ja, wie gesagt, bin ich überhaupt nicht gestört, wenn ich hier mal den Spot teilen muss. Besser wäre es natürlich, wenn wir das in Gruppe machen. Aber naja, alles gut, alles gut. So, in jedem Fall ist es aber auch so, dass wir hier ein bisschen was machen und ich habe schon wieder vergessen, den Kopfhörer reinzustecken. Hört ihr das? Hört ihr das? Ne, ich weiß es auch nicht. Ich mache das gleich mal. Das ist vielleicht auch günstiger für mich, weil dann höre ich ein bisschen mehr. So, ich wollte es nur mal gesagt haben. Bah. So, wir haben die Mandragoren, die erste Runde fast fertig. Okay, wie viele fehlen denn noch in der Dingens? Noch 6 Stück. Das kriegen wir, denke ich, hin. Hier hinten stehen die 3 hier. Dann nehmen wir die mal mit. Ihr lasse ich die Pilze heute mal. Und die machen wir dann das nächste Mal wieder. Ist ja kein Problem. So. Oh, ich habe die 6 Stück schon fertig. Gut, dann mehre ich die jetzt, wie gesagt, fertig. Gebe ab und werde dann erstmal die Kopfhörer reinstecken. Sonst wird das doof. Heute geht es etwas langsamer voran. Wie gesagt, nur Mandragoren. Ist aber kein Problem. So viel Zeit verlieren wir da jetzt doch nicht. So. Muss ja mal gesagt werden. Okay. Einmal hier, einmal da. Ja, und dann dort und dann hier. Und dann überhaupt und sowieso. Und nebenbei noch. Und weil es so ist. Jetzt habe ich den schon wieder am Hintern hier. Na gut, dann kann ich wenigstens nebenbei mal hier. So. Reinstopfen. So. Multitasking ist alles. Auch wenn es nur einen blöden Stecker reinstecken ist. So. Okay. Dann höre ich nämlich auch mal was. Dum, 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 dum. Ja, ja. Könnte fast die YouTube-Musik selbst sein. Fiesta-Musik selbst sein. Da war ich jetzt gerade irritiert. Könnte sein. Von der Tonlage und von dem, was da so kommt. Würde die selbst auch hier quasi als Levelmusik irgendwo passen, finde ich. Ob das jetzt stimmt oder nicht, nun, wer weiß. So, wir sind auf jeden Fall am Start und machen weiter. Haben die 70% geschafft, das ist eine gute Sache. Nicht so gut ist natürlich die Corona-Ausbreitung, die anfängliche Vermutung, dass die Tage doch... oder dass es mittlerweile doch auch eine Entspannung in Deutschland gibt, hat sich leider nicht bestätigt. Es sind wieder mehr Fälle geworden. Gut, aber das muss man abwarten. Wie gesagt, die jetzigen Maßnahmen, sprich dieses Kontaktverbot, die Ausgangssperre und das ganze Theater, das greift halt noch nicht. Das ist ja immer ein bisschen verzögert. Das heißt, frühestens in der Woche kriegst du da wirklich mit, ob sich da was bewegt hat und wie nicht. Und was passiert, wenn du nichts machst, das siehst du ja bei den Amis. Donald Trump, ne? Wir kennen ihn, diesen Typen, wo ich damals bei der Wahl gesagt habe, ja, ich würde lieber ihn als Hillary Clinton wählen. Der macht erstmal Amerika kaputt, bevor er den Rest der Welt kaputt macht. Bewahrheitet sich ganz offensichtlich. Denn
Trumpy hat es ja wirklich geschafft, erstmal überhaupt nicht so wirklich richtig zu reagieren, dann zu spät in Sachen Corona. Und das Ende vom Lied ist, dass er jetzt mehr Infizierte im Land hat als China. Der hat von den Infektionszahlen, er hat das geschafft, weil eben nichts gemacht wurde, China zu überholen. China waren 80.000, ne? Nur, dass wir es wissen. Also, der hat es nicht nur geschafft, China zu überholen, der hat Italien überholt. Einfach weil ja wirklich die Politik unfähig war. Jetzt haben sie mittlerweile großflächig angefangen zu testen. Mehr als in Italien, mehr als, ja gut, bei uns ist, glaube ich, wir sind immer noch relativ gut dabei. Wir sind immer noch recht gut aufgestellt. Bei uns wird noch relativ viel getestet. Oder was heißt wird noch? Es wird relativ viel getestet. Tendenz natürlich auch da steigend. Aber in China ist es halt so, oder in den USA ist es halt so, die fangen jetzt richtig ordentlich flächendeckend Tests an. Nur dummerweise, wie gesagt, alles zu spät, Maßnahmen zu spät und so weiter und so fort. Trumps Reaktion, ja, die Restriktionen, die wir haben, können wir bestimmt Ostern dann wieder aufheben. Aber ganz ehrlich, selbst ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Und ich bin immer hoffnungsvoll und ungeduldig und versuche das schnell zu machen. Aber wenn er das macht, wird es tausende Tote geben. Ist ja jetzt schon kritisch. Und wenn, wie gesagt, die Zahl noch weiter steigt, na dann, ja. Das Ende von Amerika, in Anführungsstrichen. So schlimm ist es natürlich nicht. Allerdings, wie gesagt, es wird auf jeden Fall mehrere tausend Tote geben. Das Problem bei den Amis ist halt auch, die haben ja nicht nur vom Gesundheitssystem, die sind ähnlich gut aufgestellt wie wir, haben aber mehr Bevölkerung. Allerdings, wie gesagt, das Sozialsystem bei den Amis ist ja nicht wirklich gut. In Sachen Sozialsystem, die haben zwar eine Arbeitslosenversicherung, soweit ich weiß, aber halt, ja, das ist keine, wo du richtig mit leben kannst. Die haben auch eine Krankenversicherung, aber die musst du privat abschließen. Wenn du privat keine Krankenversicherung abschließt, dann hast du Pech gehabt. So, sie steht jetzt gerade dumm in der Gegend rum. Dann nehme ich mir doch mal ein paar Pilzis mit. Es muss ja nicht sein, dass wir hier was liegen lassen. Lelelele. 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 So. Ja. Naja, jedenfalls, die haben, wie gesagt, keine Krankenversicherung und so weiter und so fort, großteilig, das Obamacare, was vor kurzem beschlossen wurde, das kannst du ja, oder was Obama letztes Mal einführen wollte, so eine Art, ja, Grundgesundheitssystem, was, ja, auf Zwangsbasis besteht, ähnlich wie unseres, eine gesetzliche Versicherung und so weiter und so fort, die hat er dann ausgeschlossen. So, jetzt ist er wieder unterwegs, muss ich mal entscheiden, die Frau. So. Na, dann gehe ich halt doch wieder rüber. Ich lasse dir gerne die Pilze, es ist kein Problem. Oder wollen wir mal tauschen, das ist auch kein Problem. Schlimm. Geht bei mir jetzt gerade nichts los. Die müssen noch kommen. Oder ist sie nur durchgerannt? Das kann natürlich auch sein, das muss ich jetzt mal überprüfen. Nee, sie versucht noch, sie holt sich Leute. Ja, wunderbar, dann bleibe ich wieder da. Also wie gesagt, wenn sie ab und zu rumsteht, dann hole ich mir natürlich da ein paar Leute. Und wenn sie dann, ihr wisst schon. So, okay, wir teilen uns das schon recht auf hier, das passt schon. So, aber auf jeden Fall, ihr müsst halt wirklich dran denken, also Ami möchte ich nicht sein. Wie gesagt, das Sozialsystem ist scheiße, die Amis werden da riesengroße Probleme kriegen und diese riesengroßen Probleme, die werden nicht weniger und definitiv nicht mehr. So, hopp, meine Wurzeln, muss ich auch sammeln, so was, muss man auch mal dran denken. Alles Wurzelzwerge, da ist die Kleine wieder. Die offensichtlich auf... War das bei Christian Grey? Christian Grey war doch der Typ von 50 Shades of Grey, ne? Also ich selber würde es nicht wissen, wenn meine Frau nicht ab und zu mal reinguckt und oder das ab und zu einlaufen lässt. Die hat ja auch die DVDs, ganz schlimm. Ich ab und zu mal damit reinkomme und ja, da von diesem Christian, glaube ich, hieß er doch, ne? Geredet hat. Die ist nämlich in der Gilde, Christian Grey, hatte ich vorhin gesehen. Ja, warum nicht? Ist ja eh ein Film für Mädels, muss man fast sagen. Für mich selber nicht wirklich interessant. Ja, da gibt's mal Möpse zu sehen drin, aber das ist ja scheißegal. Musst du nur das Internet aufmachen, wenn du das unbedingt willst. Naja, nichtsdestotrotz.
sind das natürlich andere Fragen, die man anderweitig klären sollte. So, aber was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, Gesundheitssystem, Amis am Arsch. Muss man echt sagen. Also die Amis könnte es deutlich, deutlich stärker treffen. Dann haben wir noch unseren J. Donald J. Trump, der meint, dass es alles gut ist und so weiter und so fort. Und es gibt halt, ja, Brasilien ist, glaube ich, noch genauso beschissen dran, wo dann wirklich gesagt wird, ja, Brasilien, ja, hier, der Präsident, der ist genauso dämlich wie Trump. Die verstehen sich scheinbar auch dämlich relativ gut. Der meint halt, ja, ich vertraue auf Gott und das leichte Grippchen, für mehr bezeichnet das nicht, ja, das wird schon werden. Hat keine Restriktionen erhängt, dann gibt es, ja, wie gesagt, einige Bürgermeister und ähnliches, die eben dann schon Ausgangssperren oder Kontaktverbote in ihren Städten verhängt haben, wie Rio und ähnliches. Das sind ja sehr bevölkerungsreiche Städte, wo er dann meint, ja, diese Idioten und so weiter und so fort, das ist, ich frage mich ganz ehrlich, was in solchen Leuten vorgeht. Da sage ich immer, ja, wenn es Leute erwischen darf, dann gerne diese. Gerne diese. Und mal schauen, wie es wird. Trump selber glaubt zwar, ja, das Gesundheitssystem und so weiter und so fort wird ihm viel nutzen. Warte mal, ich breche mal hier die Runde hier vorbei, damit wir nicht der jungen Dame die Möpse klauen. Das will ich natürlich nicht. Ich will nur meine Wurzeln wegwurzeln. So. Lalalala. Noch eine Wurzel. So, okay. Wie gesagt, grundsätzlich hätte ich ja in Gruppe geladen, aber du bist schon. Aber das wird schon werden, das wird schon werden. Alles ist gut. So. Blum. Mandragoren, Mandragoren. Dafür sind sie doch geboren. Wir haben 17 von 30. Also. Nehmen diese hier drüben. Da sie ja jetzt, wir machen es hier einfach erstmal so, es ist ja nur die 5 Minuten noch, ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich kriegen kann und sie nimmt mit, was sie kriegen kann, in einer Viertelstunde ist nämlich eh los, also in eigentlich 5 Minuten ungefähr und dann passt das auch wieder. Aber wie gesagt, Amis, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, die Amis sind im Arsch, muss man echt sagen. Das Land der grenzenlosen Freiheit, die halt auch die Freiheit haben wollten, eine Versicherung abzuschließen oder nicht. Ja, hättet ihr mal, ne? Deswegen meine ich ja, gerade Versicherungen. Viele Versicherungen sind vielleicht unnötig, auch bei uns. Aber gerade die gesetzlichen Versicherungen und so weiter und so fort, die sind halt nicht nur nicht unnötig, sondern auch absolut wichtig. Bei den Amis ist es ja auch hier zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung fürs Auto, ist glaube ich auch nicht nötig. Man kann auch alles aus eigener Tasche tragen, wenn man einen Unfall hat. Ja, das Dumme ist, wenn man das nicht kann, dann bleibt der andere auf dem Schaden sitzen. So hat hier jedenfalls wenigstens jeder seine eigene Versicherung, die erstmal einspringt und definitiv eine andere Versicherung, die es dann bezahlt. Ansonsten, ja, wie gesagt, springt halt die eigene Versicherung ein und übernimmt das. Unter den gegebenen Konditionen. Doof wird es natürlich, wenn das ein Typ ist, der dein Auto platt tritt, weil er eigentlich gar keine Versicherung hat. Also sprich, der hat keinen Führerschein, hat kein Auto, meint halt auf dein Auto eintreten zu müssen, weil er betrogt ist, keine Ahnung, bekifft ist meint jetzt, ja, hier Dingens und von dem kriegst du natürlich nichts wieder. Glücklicherweise ist da meine Versicherung trotzdem eingesprungen, leider halt die Selbstbeteiligung dazu. Damals, ihr erinnert euch an die Geschichte, es war ärgerlich. Ist es immer noch? Nicht nur damals, es war nicht nur ärgerlich, es ist immer noch ärgerlich. Ich muss noch nicht abgeben, okay. Aber das reicht definitiv zum Abgeben. Gut, dann lasse ich den Rest der jungen Dame. So, es war ärgerlich, es ist ärgerlich, es wird ärgerlich sein. Und, ich weiß nicht, also das, die Amis haben da manchmal Wertvorstellungen und bei den Amis wird natürlich auch gehamstert und da sehe ich jetzt gerade einen Kritikpunkt. Bei den Amis wird jetzt gehamstert, natürlich auch Toilettenpapier, allerdings was rausgeht wie warme Semmeln, sind ja Waffen und Munition. Schön für die Waffenlobby, die wird sich die Hände reiben. Aber wenn es doch tatsächlich dort wirklich zu solchen Krisensituationen kommt,
Wenn es da wirklich so weit kommt, dass irgendwie aufgrund eben dieser nicht geschlossenen Restriktionen irgendwas irgendwie zusammenbricht, weil Trump einfach ein unfähiger Idiot ist, der seine Schuld dann am Ende immer nur bei den anderen sucht. Ne? Wie gesagt, am Anfang hieß es ja, hier die Demokraten, also sprich die, die bei auf der Gegnerseite vom Wahlkampf sind, die haben das Gerücht gestreut, in Wirklichkeit gibt es kein Virus. Dann später hieß es, die Europäer haben den eingeschleppt, die Europäer sind schuld. Dann hieß es wieder, die Chinesen, die hätten mal besser aufpassen sollen und überhaupt sind die Chinesen schuld, weil die nicht rechtzeitig vorher gewarnt haben. Das kam überall in den Nachrichten, ne? Also zumindest bei uns, weil die nicht rechtzeitig davor gewarnt haben und überhaupt. Wie gesagt, bei Trump sind immer andere schuld. Und daran merkst du halt, so wenig ich die Merkel mag, ist nach wie vor so, bin ich doch froh, nicht Trump zu haben, sondern Merkel und auch nicht irgendeinen AfD-Typen, ne? Auch klar, weil die verhalten sich auch nicht gerade vorbildlich, die versuchen weiterhin zu provozieren, hast du nicht gesehen, das ist in solchen Krisen einfach nicht gegeben. Natürlich ist es auch kein, deswegen hatte ich es heute gelesen, natürlich ist es auch keine Sache zu sagen, okay, wir lassen jetzt weiter Flüchtlinge ins Land, egal ob man welche unterstützt oder nicht, das ist keine Frage von Humanität, das ist einfach eine Frage von einer Krankheit, die sich weltweit ausbreitet, und wenn du jetzt weiterhin unkontrolliert Leute reinlassen würdest und die hier und dahin verteilst, ist das natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du auch hier wieder neue Krisen Herde schaffst. Einfach nur, weil du eben die Personen umverteilst. Das, was im Moment in Deutschland nicht gemacht werden soll, dass es eben keine großen Reisen gibt, keine solche Sachen. Das ist natürlich gesunder Menschenverstand. Andere sehen das anders, ich weiß. Ist aber jetzt meine Sache oder ihre Sache, muss man echt sagen. Dennoch, wie gesagt, diese Maßnahmen, wie sie bis jetzt getroffen sind, bei uns in Deutschland sind richtig und wichtig. Wenn ihr das nicht glaubt, schaut nach Amerika. Punkt. So, die haben ein ähnlich gutes Gesundheitssystem. Die haben ähnlich viele Intensivbetten wie wir. Wir werden sehen, ob das ausreicht, um die Zahlen bei dem, was die, wie gesagt, die haben es geschafft von Platz 3, also von unter Italien, von kurz hinter Deutschland, haben die es geschafft, von Platz 3 auf Platz 1 zu springen an einem Tag. Weil sie ein bisschen mehr testen, ne? Weil die höhere Testkapazitäten haben als Italien und wahrscheinlich auch China damals. Was heißt damals? Aber vor kurzem, als ihre große Infektionswelle war. Und kannst du dir eigentlich nicht ausdenken, was da drüben läuft. Und dann, wie gesagt, kommt Trump mit wegen, Ostern machen wir wieder auf, damit die Wirtschaft nicht geschädigt wird. Wie gesagt, es geht, natürlich sind viele Leute betroffen. Nicht nur bei den Amis, die wird es härter treffen, weil die eben deutlich schlechter versorgt sind als wir, aber eben auch bei uns. Natürlich sind viele Leute getroffen und betroffen. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ach, das ist scheiße, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht wohin mit. Die da auch am Verzweifeln sind. Das ist hier so, das ist in Italien so, das ist auf jedem Land der Welt momentan so. Oder in jedem Land der Welt. Und man muss halt wirklich sagen, es ist bedauerlich, es ist ärgerlich für diese Leute. Allerdings, wie gesagt, die Maßnahmen sind halt teilweise, oder was heißt teilweise, die sind notwendig, um eben die ganze Geschichte einzudämmen, um eben die Kurve flach zu kriegen, damit eben die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Ich bin auch voll dafür, wie es ja momentan ist, dass Einzelfälle, also wenige, nicht flächendeckend, aber wenige Patienten aus Italien und Frankreich bei uns in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Auch wir in Sachsen haben ja ein paar Italiener zu Gast in Krankenhäusern, und das ist auch richtig und wichtig, denn wie gesagt, miteinander helfen. Natürlich ist es halt immer so, du kannst nicht sagen, den schicken wir jetzt darüber, den schicken wir jetzt darüber, den schicken wir jetzt darüber, weil halt viele ja gar nicht mehr transportfähig sind. Muss man da auch bedenken. Es ist nicht so einfach, auch nicht in, sagen wir mal, Regionen wie zum Beispiel Frankreich, wo das Elsass arg betroffen ist, aber in Westfrankreich noch nicht so viel ist. Es ist nicht so einfach, die ganzen Leute darüber zu schaffen. Das sind so viele und die brauchen jeder eine intensivmedizinische Versorgung, auch unterwegs. Deswegen, wie gesagt, es gibt viele Fälle, die Leute, die sich hinstellen und sagen, das machen wir hier, warum fahren die nicht einfach rüber mit dem Taxi und legen die da ins Krankenhaus, weil es nicht geht. Das ist der Grund. Und es geht halt nur vereinzelt.
Andererseits will man halt auch nicht Krankheit in weitere Regionen tragen, die Gefahr anderen aussetzen, sich dort weiter zu verbreiten, um diese Krankenhäuser dann ebenfalls zu überlasten. Das sind schlimme Tatsachen. Schlimm ist natürlich auch, dass auch im Elsass in Frankreich es mittlerweile so weit ist, dass alle über 80 nicht mehr beatmet werden. Die bekommen eine sogenannte schnelle Sterbehilfe oder sowas in der Art. Das heißt, die werden schmerzfrei gestellt mit Medikamenten oder schnelle Sterbebegleitung, nicht für Hilfe. Die werden schmerzfrei gestellt mit Medikamenten, aber wirklich medizinisch versorgt werden sie nicht mehr. Und wie gesagt, dass das schon in Teilen der Welt so ist, sollte so langsam jedem klar sein, dass das eine kritische Situation ist. Denn das hast du in Grippewellen normalerweise nicht. No? Nur mal so. So, jetzt aber, wir sind lang genug hier. Ich habe schon wieder die ganze Zeit gequatscht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut die anderen Videos an. Auch einen Kommentar wieder unten drinnen lassen. Levent Kuru, Handherz, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.